Ja, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin. Es könnte sein, dass man sich in 50 Jahren weniger an das Virus erinnert, als an den Moment, als die Überwachung aller durch die Regierung begann. Dieses Zitat stammt von Yuval Noah Harari, einem israelischen Menschheitshistoriker, 28.10.20 in der Welt veröffentlicht. Er sagt weiter: Die größte Gefahr von Covid-19 liegt im wirtschaftlichen und politischen Bereich und nicht im medizinischen. Dieses Parlament, meine Damen und Herren, hat mit dem Bevölkerungsschutzgesetz gleich drei Versionen seine Handlungsmöglichkeiten teilweise abgegeben und Paragraphen verabschiedet, die eine Gefahr für die Freiheit des Einzelnen und die rechtsstaatliche Grundordnung bedeuten. Die zustimmenden Abgeordneten sind sich wahrscheinlich nicht bewusst, dass sie hierdurch ihre verfassungsrechtliche Gewalt abgeben und sie somit ihren Wählerauftrag nicht mehr erfüllen können. Die Geschichte hätte dabei Mahnung sein können. Unerträgliche Einschränkungen in die Freiheits- und Grundrechte der Bürger und Ausbau der Überwachung, begründet mit Infektionsschutz, ist aus unserer Sicht ein perfides Spiel. Unserem Land werden und wurden vielfältige Schäden zugefügt, weniger durch das neue Coronavirus, um dessen Verbreitung einzudämmen, sondern durch die mehr oder weniger wirkungsvollen oder wirkungslosen Maßnahmen. Es heißt, das Jahr 2020 hat womöglich den Todesstoß für den ohnehin angeschlagenen deutschen Mittelstand gebracht, denn einige Branchen wurden regelrecht vernichtet. Das Bundeskabinett, allen voran die Kanzlerin als treibende Kraft, treibt die politisch Verantwortlichen dazu, immer weitreichendere Maßnahmen zu ergreifen, die alles andere als verhältnismäßig sind. Lockdown, Shutdown, Bevölkerungsschutzgesetz, diese Begriffe haben das Jahr 2020 geprägt und werden uns noch lange verfolgen. Meine Damen und Herren, für die Sanierung von Schulen, für Infrastrukturmaßnahmen im ländlichen Raum, für Bekämpfung von Altersarmut und Unterstützung von Betriebsrentenprogrammen, den Ausbau des öffentlichen Gesundheitsdienstes, ausreichende Mittel für die Pflegekräfte, war in den vergangenen Jahren kein Geld vorhanden. Aber jetzt, wo die Regierung in Deutschland ihre Wirtschaftsgrundlagen zerschlagen, ihren Mittelstand ruiniert, sind hohe Milliardenbeträge vorhanden, um die zerstörerischen Folgen der eigenen politischen Entscheidungen zu übertünchen. Und die Frage ist, woher kommt das? Kommt das Geld, diese Beträge, und wer sind vor allem die Gläubiger? Es gibt bisher keine Antwort. Auf EU-Ebene will man die Gelegenheit nutzen, um durch ein gigantisches Wiederaufbaupaket gleich die Schulden- und Haftungsunion durch die Hintertüre einzuführen. Wie immer natürlich mit dem Verschenken deutscher Arbeitsleistung. Und wenn ich mir dabei mal den Titel 68101 anschaue, die 58,8 Millionen zum Aufbau einer privaten Pflegeversicherung, 5 Euro pro Monat, 60 im Jahr, in 40 Jahren 2400 Euro, ist es dem Staat wert, wenn sich jemand eine private Pflegeversicherung aufbaut. Alle Achtung, in 40 Jahren 2400 Euro. Das ist das, was unseren Menschen hier gegeben wird. Die Bundeskanzlerin hat in ihrer gestrigen Rede die Bedeutung der Wissenschaft betont. Dabei ist es aber nicht nachvollziehbar, wenn nur die Linientreuen die Regierungspolitik befürworten, Wissenschaftler in die Beurteilung einer besonderen Situation eingebunden werden. Meine Damen und Herren, zu nennen sind hier die Gefahren der Kollateralschäden, die fehlerhaften Testergebnisse, die Wirksamkeit und Folgen der Maskenpflicht, die Schließung von Einrichtungen trotz ausgeklügelten Hygieneauflagen. Fachleute, Wissenschaftler werden diskreditiert und darüber hinaus demonstrierende Bürger beschimpft und das ihnen zustehende Versammlungsrecht infrage gestellt. Meine Damen und Herren, wer kritisch darüber nachdenkt und Regierungshandeln im Zweifel zieht, wird als Corona-Leugner gebrandmarkt und aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen. Die diesjährige Haushaltsplanung steht unter dem Schatten der sogenannten Corona-Maßnahmen und der damit verbundenen exorbitanten Neuverschuldung. Der Titel 2303. 200 Millionen gehen an die GAFI, obwohl die GAFI nun schon der drittgrößte Einzelspender ist. Das heißt, wir spenden jemanden, der sowieso schon spendet. Das ist auch nicht sehr sinnvoll. Gleichzeitig über 100 Millionen gehen an die WHO. Auch das möchten wir gerne hinterfragen. Meine Damen und Herren, vielleicht wird man sich in einigen Jahren noch daran erinnern, dass 2020 ein neues Virus, SARS-CoV-2, nach Europa kam. Aber länger noch werden deutsche Steuerzahler an den Lasten zu tragen haben, die in diesem Jahr geschaffen wurden. Viele Familien, so sehen wir das, werden sich durch Arbeitsplatzverlust oder durch den Kurs ihres Unternehmens an 2020 zurückerinnern. Das, meine Damen und Herren, ist Ihre Politik. Vielen Dank.
Dankeschön. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Sabine Dittmar.